geht? Ich bin's mal wieder, euer Ida Plays. Dabei sind heute mal mein Freund Raff und der Danny. Aber heute hat Danny mal eine ganz spezielle Sache für euch. Du wolltest doch mal was sagen, oder? Ja. Was geht? Raff, was geht? Was geht? Also, wir befinden uns hier gerade in Danny's Space. Krieg Tycoon oder so in Roblox. Eigentlich ganz stabil. Ja, ich bin der Danny und ich zeige heute meine Stimme, weil ich habe keinen Bock, den Chat zu stimmen. Vergesst bloß nicht, und abonnieren. Abonniert deinen Kanal. Genau, genau, abonniert mich. Und drückt den Like, falls ihr das nicht tut. Guck mal, falls ihr das nicht tut, ne, dann passiert das mit euch. Okay, also wir müssen jetzt erstmal Danny, kann ich deine Autoschlüssel haben? Kann ich deine Autoschlüssel haben? Ja. Okay. Wait, ich muss ganz kurz einmal was checken. Ganz kurz. Ich muss ganz kurz einmal. Ich geb dir das Auto hier. Okay, danke, danke, danke. Wir fahren los. Ich brauche einen Helikopter. Danny, kommst du hier auch klar? Ja. Stop the cap. Okay, gut. Na los. Dann mal los. Auf zu meiner Base. Ich brauche einen Helikopter. So. Dann los. Ich hab gehört, dass wir das brauchen. Ab zu meiner Base. Hol mir einen Lakota. Let's go. Ja, ich hoffe, meine Base wurde nicht hier in der Zwischenzeit angegriffen. Ich hoffe das aber nicht. Oh mein Gott. Oh Gott. Second General Fire. Los geht's. Ja, Second General. Werd ich schon machen. Über die Brücke. So gut wir können und jetzt. Ich sehe schon meine Basis, ich sehe schon meine Basis da drüben. Jo. Ja. Wir sind bereits an meiner Basis vorbeigefahren, also sind jetzt auf der Weg zur Fires Basis und. So, genau. Dein Helikopter. So. Oh, ach so, Leute, filmen wir noch einen kleinen Special. Ich und Danny werden dann noch, vielleicht noch in ein paar Tagen, eine Part 2 Security Breach Folge machen, wenn ihr halt eben die auch gerne ansehen wollt. Stop the cap! Werden wir auch noch machen. No. Aber kann ich nicht dabei sein. Wir dürfen halt eben diese Episode immer weitermachen. Immer. So. Okay, wir sind bei meiner Basis. So. So. Muss hier parken. Ich mache. Ich sage ein. Los geht's. So, parken. Wie immer, ich habe auch natürlich auch einen Führerschein. Und dieser Helm ist auch nicht grundlos drauf, weil ich werde mit meinem Handy fliegen. Es ist Zeit. Also kommen wir mit. Los, Second Chance. Oh mein Gott, da drüben ist schon wahr. Guck, da drüben ist schon Wahrkrieg. Ich bin Warkrieg. Ich hab meine EPG. Zwei Übungen tragen. Null Problemo. Pass auf, das wird mir dann mit meinem Schild angegriffen. Okay, meine Lakota hole ich schon mal. Lakota! Boom. Ah, übrigens, bevor ich da auch noch abhebe, ich muss auch mal meinen Sparschwein erstmal noch entleeren. Bim, 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 lalalalalala, wihuu! A few moments later. Ich hab ihn anvisiert. Bam! Lilililililulilalilola. Eine Million in Dollar. Ich hab eine Million Dollar. Moneten. Juhu, Moneten. Wie immer. Ey, das Rum ist einfach unfassbar. So. Machen natürlich auch die Parts. Parts and Services. Geil. Das wird jetzt alles erforscht, dann kann ich bald meinen Kampfhelikopter bekommen. Mist. So.
Alright, General Ruffs, sind ihr bereit für einen Heli-Flug, um Dings so ein paar Ölfässer zu schnappen? Und um Sachen einzunehmen? Sind sie bereit? Ich hab die zwei Ölfässer geklaut. Komm, stellen Sie ein! Wie immer, Leute, ich habe auch einen Pilotenschein. Das können auch Danny und Ruff auf jeden Fall auch bezeugen. So, jetzt hol ich mir so, kurz mal den Zettel. Kurz mal. Falls ihr euch fragt, wo ich den Ölfass bekommen habe, das habe ich in Pilot Training bekommen. Ich muss schnell von. Danny, ein Feuer! Was ist los? Ich werde es nicht treffen! Scheiße! Danny wird angegriffen! Aber wir müssen erstmal noch die Basis einnehmen und dann werden wir kommen! Oh, jetzt Hilfe aber! Haltet durch! Schnell! Ich mach so schnell ich kann! Ja. Ah. Okay, ich hab's geschafft! Ich hab's jetzt geschafft! Wir müssen los, General Fire! Ich weiß, wir müssen los! Danny braucht unsere Hilfe! Aber ganz dringend! Ja, warte! Hilfe! Wird verletzt! Wir sind da! Wir sind da! Wir sind da! Landung angeht! Ja, Landung! Landung! Scheiße! Wir haben angegriffen! Was sagt Mede? Scheiße! Der hat einen krassen Heli! Okay! Waffen bereit halten! Ich mach das Tor auf! Victory Royale. Geil. Okay, ich wollte eigentlich einen Heli kassen, aber naja, schade um den Heli. Okay, mein Heli ist leider auch kaputt gegangen. Wir sind gekommen, schnell gekommen. Danke. Wir haben es geschafft. Und ich habe ihn erledigt. Kommt mal mit. Weil genau wegen diesen Fällen, aber nur noch schlimmer, habe ich mir ein kleines Loch. Ah, ein Bunker. Das ist dann der Bunker. Ich habe mir einen Bunker. Stabil! Jetzt aber noch. Ja, das ist aber ein. Ja, du musst noch hier alles einrichten, ne? Ölbohrer. Guck mal, Ölbohrer, der wurde geholt. Verdammt, ich muss mit einem. Danny, darf ich wieder deine Autoschlüssel haben? Ich muss wieder los. Nein, diesmal behalte ich die Autoschlüssel. Kannst du mich dann zu meiner Base fahren? Ja, ich muss sagen, wo lang. Ja, das werde ich Ihnen sagen. Was war Danny? Der Typ, der dich angreift, wird jetzt gecrashed. Ja. Alles ist gut. Bleiben Sie hier auf und oder. Ja, Sie kommen mit. Ich komme mit. Okay, Tor offen. Kein so, okay. Die Straße entlang und diese. Auf, mach das Tor zu. Ah, mein Tor. Auf, pass auf meine Base auf. Pass auf mein. Also siehst du diese Hauptstraße? Genau da musst du jetzt rechts. Jetzt rechts. Ja. Ach, Alter, das war gerade ein bisschen holprig. Ja, links sagt Führer, Danny. Ich fahr so immer, ich hab ja keinen Führer. Wie, du hast was? Nee. Ich hab keinen Führer. Ich hab nur ein Bobbycar-Fahrer. Ich hab einfach. Okay, weiter entlang fahren, schnell! Geben Sie Vollgas! Und
Und statt der M17 packe ich jetzt S8 das Gewehr hin. Oh, ist das deine Base da? Nö, ja? Diese orange. Also nein, nicht die mit grün, sondern noch weiter. Orange. Du musst weiterfahren. Orange, okay. Ja, orange. Ah, orange. Okay. Weißt du was? Über die normale Straße fahren ist was. Da, diese Base. Was hier, was jetzt einmal rechts. Über die normale Straße. Über die normale Straße fahren ist. Weiß. Da ist ein Erdloch erschienen. Nochmal hier um den Berg. Junge. Jetzt nichts gesichtet von Angriff. Bleiben Sie mal da stecken. Okay, ich hol wieder jetzt mein Labcoater. Helikopter. Helikopter, Helikopter. Gut, und ich gehe nach. Ich verfolge sie gerade ein bisschen. Ich verfolge sie nur, damit vielleicht auch alles sicher ist. Sehen Sie mich? Ich muss auf die Straße gucken. Obwohl, ich bin ja nicht auf die Straße. Ich glaube, diese Brücke ist mal letztens eingestürzt. Ah, ja, wegen mir. Ich bin aus Versehen, ja. Oder, oh, wait a minute. Ah, Bravo hat das ja stimmt. Stimmt, ich habe es ja. Oh, das ist ein Airdrop, das ist ein Airdrop. Ey, kann ich das nehmen? Oh, kein. Ah! Ich bin abgestürzt. Mayday. Nein! Scheiße. Ist da ein Überlebender? Hallo? Feier an Danny. Ich lebe noch. Okay, wo sind Sie? Ich bin wieder an meiner Basis. Irgendwie bin ich. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Keine Ahnung, wie das möglich ist, aber okay. Ja. Es gibt doch keine Angriffe. Welche hat niemand angegriffen? Bin gleich zurück bei meiner Base. Vielleicht bei meiner Base General drauf. Also General Raff. Gut. Ich hab mich wieder aufgerüstet. Ich werde jetzt gleich kommen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Machen Sie das Tor auf. Nein, ja. das andere. Nein, mach mal. Oh, ich muss mein Nixer. Mein Eli. Ich geh jetzt diesmal in den Kampf, Eli. Meine Lakota geh ich. Lakota. Tür muss immer wieder zu. Danke. Ich gehe dann zurück in meinen. Ich gehe dann zurück in meinen Bunker. Ich gehe zurück in meinen Bunker. Feier an Danny, ich komme wieder mit einem Helikopter. Okay. Ich gehe auch in den Bunker. Ich komme auch. Ach. Kommandeur Danny, das ist ein Ölbohrer. Ich weiß, ich habe die gerade eben gebaut. Bei McDonald's. Du hast einfach bei McDonald's das einmal gebaut. Ich komme! Die Ölbohrertür darf nicht geöffnet. Das war doch eine ganz coole Landung, oder? Gute Arbeit, Second General Fire. Ja, immer gerne. Ja, Ölsachen funktionieren. Ölbohrer geben mir ganz. Was geht? Moin! Guck, also. Feier. Ja? Das hier ist das einzige Mal und das letzte Mal, dass ich diese Tür öffnen will. Weil da darf man eigentlich. Soll man nicht rein. Achso, ist so ein Geheimraum? Ölbohrer. Aha, sie haben noch so ein. Die bohren noch Öl, aber nicht über das Gitter.
Ja, nicht über das Gitter, niemals. Niemals. Oh. Das Board so, das Board, also so das Board in die Erde und ein Öl zu holen. Ja, und das ist sehr instabil. Wenn irgendwas fällt, dann kriegt ihr alles zusammen. Aber deswegen habe ich diese Links. Und ich habe extra die Tür gemacht, damit dann niemand was anfällt. Ha, okay. Ganz interessant. Haben Sie noch irgendetwas hier aufgebaut? Ja, also von hier kann ich das. Über meinen Computer kann ich hier mein Geld von PayPal überweisen lassen. Und dann. Okay. Dass ich mein Geld dann von hier unten abholen kann. Weil oben machen ja auch die Dinger. Also wirklich sehr interessant. Ja, und dann habe ich hier noch eine Waffenkammer. Ah, eine Waffenkammer? Ein Fernglas. Ja, ein Fernglas kommt natürlich auch in eine Waffenkammer. Angeschaltet. Was? Ich muss ja den Nachtsichtmodus einschalten. Ciao! Ja, bis dann! Huh. Haben Sie etwas entdeckt, General Ruff? Ja, yep. Alles okay. Okay. Egal aus! Oh nein! Ey, der Eroberungspunkt wurde von Charlie! Der Eroberungspunkt wurde von Charlie jetzt eingenommen! Wir müssen jetzt wieder dahin! Was? Ja, denn ich komm mit! Warten Sie auf mich, ich muss da die Stacheln mitnehmen. Kornführer Danny kommt mit. Na los, Kornführer Danny, komm. Ganz wichtig ist, die Tür aufmachen. Ich möchte am Fensterplatz sitzen. Am Bus gibt es ja. Warum gibt es kein Kampf-Heli? Wir brauchen ein Kampf-Heli. Doch schon ganz gut bewaffnet. Nein, wir brauchen ein Kampfhehl. Nee. Verdammt. Aber beim Kampfhehl gibt es. Oh mein Gott, da ist etwas. Da ist schon ein Helikopter. Los, warte. Warte, ich lande und dann steigen sie aus und dann eröffnen sie das Feuer. Okay? Ja. Mach schon mal die Tür auf. Okay, los. Jetzt steigen sie aus. Eröffnen sie das Feuer. Feuer! Ich hab die Stachel mitgenommen. Boom! Stachel macht das immer. Komm, das Jet! Okay. Der Helikopter war da. Jetzt! Wir müssen es einnehmen. Okay, geben Sie mir Rückendeckung. Ja, warten Sie. Scheiße, aua. Ich gebe dir Rückendeckung. Oh nein! Ja. Nachtsicht ist. Night Vision aktiviert. Ich sehe alles im Dunkeln. Okay. Niemand. Ja. Ihr habt's eingenommen! Gut. Okay, jetzt schnell. Nein, General! Ich meine, ja, hier, Co-Anführer. Hier, Sie müssen hier auf den Helikopter. Ja, auf diesem Kampfheli. Ja, und dann ist auf den. Ja. Nicht auf das Glas, es könnte kaputt gehen. Ja, dann bin ich auch gerade eben schon durch. Flugzeug im Anflug. Verdammt! Flugzeug! Alle Mann! Schnell den Heli! Ja. Nein! Verdammt, wir stehen unter Beschuss! Los, weg! Warten! Nein, Danny! Er ist gestorben! Nein, wir müssen jetzt zurück, Emotional damage! Oh mein Gott! Aber Co-Anführer Danny war einer der mutigsten Anführer, die es je gegeben hat. Er hat uns doch Zeit verschafft. Er hat uns doch Zeit verschafft, damit wir noch überleben. Also. Wir machen jetzt gerade. Also ich werde jetzt landen. Und dann machen wir eine ganz kurz kleine Schweigeminute. Komm, General Ruff. Hier entlang. Ich bin gecrashed auf Server. Muss nochmal rejoinen. Bro.
2000 Jahre später. Ja. Komm, eine ganz kurze Schweigeminute. Wir werden dich vermissen, Co-Anführer Danny. Ich guck noch mal bei seiner Basis vorbei. Vielleicht ist da noch etwas, was ich noch ihm hinlegen kann. Wenn er vielleicht da irgendwo noch ist. Seine Basis wurde noch nicht zerstört. Aber hier ist noch etwas übrig. Ich lande. Lila, steht. William Afton. Und ich sage. Ach nee, Base, komm! Wer hat das gesagt? Wer? Zeigen Sie sich, wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Was, Danny? Danny! Ich habe noch kein Führerschein. Danny, du hast überlebt! Ich dachte schon, du warst dead! Ich habe meine Basis nicht ohne Grund. Ich habe meine Basisflagge nicht ohne Grund wieder gemacht. Ah ja, weiß man. Dude, ich dachte wirklich, du wärst jetzt einfach dead. Dude, wir haben dich vermisst. Ich wurde vom Heli vom Dach geballert. Oh. Ja, bin ins Wasser. Oh, dadurch hast du also überlebt? Oh, echt stabil. Also Leute, da muss man wirklich sagen, er ist schon ein Überlebensprofi, ne? Aber, naja. Woher hast du das Auto? Das Auto habe ich vom Boss. Okay, hast du das jetzt mal rausgefischt? Stop the cap! Du hast es einfach mit der Angel rausgefischt, okay. Davon muss man wirklich Talent haben. Okay, ich wollte nur mal ganz auch sicher gehen, ob hier auch alles in Ordnung ist. Also, ich mache mich mal wieder vom Staub. Ja. Ciao. Wir sehen uns. Da ist ein Airdrop. Das nehme ich mal ganz kurz mal. Danny an Fire. Ja? Ich werde mit meinem Auto durch die Stadt fahren, also Patrouille. Okay, machen Sie die Patrouille. Aber wenn irgendwelche Schäden oder sowas vorkommt, zum Beispiel an der Stadt oder so, dann müssen Sie das genau inspizieren und mir anfunken, damit ich das auch inspizieren kann. Ja, und wenn irgendwas bei mir kaputt geht, keine Sorge, das zahlt die. Ja, das können Sie auch dann genau einfach easy reparieren. Ja, wenn ich eine Versicherung hätte. So. Brauche keine Versicherung. Ich habe keinen Führerschein, aber ich fahre trotzdem wie ein Profi. Also Leute, falls ihr irgendwo mal einfach manchmal so mit einem Taxi oder so manchmal unterwegs sein wollt, tut mir einen Gefallen und ruft Danny an. Der weiß, was zu tun ist. Habt ihr mich vermisst? Nicht so richtig. Hilfe. Obwohl,
Vielleicht ein kleines bisschen. Wobei doch noch ein bisschen. Ich kann hier nicht zu lang fahren. Darum geht's hier über Wasser. Da ist ein Auto. Da ist ein anderes Auto. Ein anderes Auto. Ich fahr dir mal hinterher. Ich verfolge gerade ein Auto. Leute. Ja? Das Auto, was ich gerade. Was da gerade war. Ja, ich will ja nichts sagen, aber es ist gerade ins Wasser gefallen und explodiert. Ja. Das war ich. Das war ich. Das ist ein Heli, Schatz. Das ist ein Kampfheli. Weg. Durchhalten, ich komme. Nee, die greift mich an. Oh, verdammt. Keine Sorge, ich fahre in den Tunnel rein. Im Tunnel bin ich sicher. Ich bin in einem Tunnel. Okay, gut. Ich bin in der Stadt in einem Tunnel. Wie nachts, Bruder? Ich muss hier rausfahren. Lande. Mein Auto hat nur noch 7. Mein Auto ist gleich Schrott. Mein Auto ist gleich Schrott. Ich brauch so dringend Hilfe. Ich muss doch meinen Bunker erstmal upgraden. Ein Luxusbunker zu haben oder ein Freund das Leben retten. Ne? Ja, okay. Ein Freund das Leben retten ist ja gut. I don't always come back, you know. Bruh. Ich bin einmal wiedergekommen, aber ich bin zweimal wiedergekommen. Ich bin dem Heli entkommen, alles gut. Gut. Sieht dann noch. Aber ich muss zurück in die Stadt. Ich muss weiter hier. Patrouille. Aber mein Auto auf 77% Leben ist. Puh. General Rev and Second General Fire. Ja, was ist denn? Ich kann euch auf der Karte sehen. Okay, sehr gut. Ich inspiziere mal gerade ganz kurz nur einmal meine Karte. Hier. Ich guck mir alles an von der City. Das gut. Ja, ich bin auf Patrouille in der City. Ich guck mir die City an. Und ich halte Wache bei meiner Base und guck mir auch noch mal eine Karte an von der ganzen Map, was ich alles so für Pläne noch machen kann, die wir erfüllen können. Ich koordiniere Danny bei dir. Er ist bei seiner Base. Nee, bin ich nicht. Er ist gerade auf Patrouille. Ich mache mich auf den Weg zur Kilo-Base und unterstütze ihn. Was ist ein Heli? Was bin ich nicht? Nee, ach den. Ich mache den nächsten. Oh, Führer Danny? Ja. Ich kenne auch eure Basis, Herr Tine. Okay, ich gucke gerade mir die Stadt an. Da ist jemand. Ja! Ich hab grad eine Person gekillt. Okay, gut. Mal nachdenken. Oh, ich hab ein Ölfass gesichert. Ich werd's mir abholen. Ein Ölfass in der Nähe. Ein Ölfass. Das ist beim Oil Rig Base. Ich schnapp es mir. Ich wiederhole, es ist ein Ölfass gesichtet. Ja, ich habe ein Ölfass gesichtet. Ende. War knapp. Jetzt landen. Ja, boom, geschafft. Echo stimmt echt zu, Danny. Killing is a part of. Let's get that, because killing is part of the game. Das stimmt dir auch zu.
Second General Fire. Wie läuft bei euch auf dem Weg? Es läuft gerade gut, ich hab das Öl fast gerade geschnappt. Ich hab ein Ölfass. Oh, ich hab noch ein zweites Ölfass in der Stadt entdeckt! Oh, da, hi Danny! Hi Danny! Was geht? Ich bin hier oben! Komm runter, ich muss das Ölfass dann bei dir aufladen. Das Auto kann ruhig da bleiben. Dude, ich hab keinen Platz mehr beim Laden. Okay, dann beschützt mich wenigstens. Okay, ich werde dich beschützen. Ja, weiß nicht mehr, wo es zu meiner Base gibt. Zu deiner Base? Ich guck mal, wo der... Ja, ich weiß, folge mir! Hier, folge mir. Ich bin ein bisschen weiter vorne. Hier, folge mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Einfach los, beschütze mich einfach. Mayday! Bin abgestürzt! Nein! Mist! Ich hab mich verfehlt. Ich muss das Öl fast wieder ergattern. Da ist mein Haus. Da ist meine Base. Okay, da, ich sehe ein Ölfass. Nein! Oh, und da, das andere Ölfass, das bewegt sich nicht, aber das ist meins. Ich bin fast tot. Ich muss landen, ich muss da landen. Verdammt. Man muss einfach nur ab. Wow! Ja, bin sicher gelandet, ich schnapp mir das Ölfass. Ja, bitte, ich brauche Hilfe. Das Ölfass. Ich konnte noch gehen. Ich brauch schnell. Nein. Mist. Da fliegt ein Jet. Oh mein Gott. Boom. Ey, ich darf nicht abgeknallt werden, Dude. Nein, ich darf nicht abgeknallt werden. Verdammt! Was? Ein Panzer ist bei mir! Ich hab Ölfass, aber ich komm nicht mehr rein! Ein Panzer! Ein Panzer ist bei mir! Ach du Scheiße! Der Panzer ist genau bei mir! Nein, er darf sich nicht das Ölfass schnappen. Du! Kannst du mich hören? Warte! Er schnappt sich das Ölfass! Nein, das darf er nicht! Das darf er nicht! Oh, er ist friendly! Er hat geschrieben, er ist friendly. Ich kann es nicht anvisieren. Hm. Schnell. Ja. Da komm rein. Hier hat sich automatisch geschlossen auf. Bräh. Der Panzer ist einfach explodiert. Oh Leute, geht es euch gerade gut? Ja, ich habe gerade das Fenster gebraucht. Ich habe deine gerade gefunden. Der ist hier. Dem Koordführer geht es gut. Okay, gut. Mir geht es auch gut. Aber, dude, fast. Ich dachte schon, ein Panzer hätte mich gekillt, aber ich bin auch davon gekommen. Yeah. Nein, lassen Sie mein Bunker. Nein, nicht schließen!
General, können Sie bitte meinen Bunker holen? Lassen Sie einfach den Knopf in Ruhe, okay? Klopfen Sie an, wenn... Klopfen Sie einfach an, wenn was ist. Weil lassen Sie einfach die Bunker. Ich kann hier gar nicht beschützen, meine. Einfach diesen Knopf in Ruhe. Also, selbst ich werde jetzt hier, wenn man dich beschützt mit meiner Waffe, mit meinen Waffen. Dingo. Leute, ich hab mich ganz gut aufgerüstet. Gut. Ich hab jetzt mein Bunker. Ja, ich hab jetzt doch eine Tür für meinen Bunker. So, wenn wir noch hier, jetzt werden jemand was sagen, weil ich schließe mich mit meinem Bunker an bis 9. Okay. Ich lasse den Bunker auf. Ich habe den Bunker jetzt nur hier für Sicherheit. Okay, alles sieht auch eigentlich recht gut aus hier bei meiner Base. Okay, wie sieht das hier auch alles? Recording. So, ich bin zurückgekehrt. Ich jetzt meinen Kamera. Kamera in meinem Hangar. Sieht auch ganz gut aus. Alright. Und ich sehe, dass... Wo ist denn ein Flugzeug? Ich sehe, dass Danny in seinem Bunker ist. Raf, du bist genau neben mir! Ich kann sehen, dass du auch in deinem Bunker bist. Alright. Ich rüste auf. Ja, gut, ich bin gerüstet für den Kampf. Raf, ich besuche dich einmal! Jetzt hol ich nur noch meine Waffen. So, dann schließe ich jetzt einfach mal meinen Bunker, so dass ich sicher bin, während ich... So. Raff, ich komm, um dich zu besuchen. Wen? Um Raff zu besuchen. Das ist General. General Raff! Ich sehe sie! Ja. Kommen sie! Alright, ich bin. Meine Waffe brauchen wir so lange. Kannst du ja mich besuchen. Aber du da. Aber hier. Hier. Du musst anklopfen, Mann. Ja, ich weiß. Ich hol mir noch schnell mal kurz das Ölfass. 2000 Jahre später. Zu machen. Hi Raf, was geht? Siehst du mich? Siehst du gerade so ein Heli, der gerade hier so vorbeifliegt? Das bin ich. Ich fliege jetzt mal zu meiner Basis. So, zur Sicherheit werde ich jetzt einfach mal... Feier an Danny. Ja. Kontrollieren Sie gerade die Kameras? Nein, warum? Ich würde Ihnen das eigentlich mal so empfehlen. Warum? Ich habe so gerade ein bisschen die Nachrichten gehört, dass ein paar Strangers oder so mal manchmal so einfach rumlaufen und irgendwie einfach plötzlich in eine Basis reinklettern und irgendetwas nehmen. Ist aber nicht ernst, oder? Was? Meinst du aber nicht ernst, oder? Alright. War nur ein Spaß. Hihihi. Stop the cap. Okay, ich passe auf, aber ich muss. Aber ich habe Ihnen das eigentlich nur gesagt, weil ich, wenn ich vielleicht komme, dann können Sie mich auf den Kameras sehen. General Alpha an Koordinator Kido, ich komme. Warten Sie! Warten Sie, noch nicht kommen.
No worries, ich bin unterwegs. Hey, Paul, hab ich nochmal abgeholt? Stabil. Goldener Falke an Koranführer Danny. Kannst du mich hören? Ja, ich kann mich hören. Ich komme sofort vorbei. Nein, kommen Sie dann nicht. Ich muss noch was vorbereiten. Lichter habe ich ja schon mal. Ich habe gesagt, ich muss noch was vorbereiten. Kommt nicht. Oh mein Gott. Sagt, gehen Sie nicht. Oh, ich hab das Öl vergessen. Oh nein, 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 ey, bitte. Nein, 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 nein. Ey, wehe. Wehe, das hat noch wenige Sekunden. Ich muss direkt abliefern. Oh mein Gott, noch 400 Sekunden. Junge, halt die Klappe, Siri. Hacker. Hacker. Hacker, ja, Jamaa! Lau antebatu la harakatu, Hacker! Stupid, I'm not gonna let you get the ch- Halt! Mann, du! Eröffne nicht immer gleich das Tor! Raus! Nicht immer gleich das Tor! Raus! Ich bin der General! Nein, raus! Dein Ernst? Ja, ich hab gelacht, mir den Palast hier! Aber... What the Raff, fuck, General? What Raff, the fuck? Raff, boah, nicht! Raff! Nicht! Immer. Also. Ja, per P war da. Ich nehme noch die Einschlaggranate mit. Kann es sein, dass wir die brauchen, um das zu erledigen? Ich muss noch warten, dass mein Paypal stabil geworden ist. Ich nehme die auch mit. Alright. Speer. APG. J26C. Türen schließen und jetzt doch ab in den Bunker. In den Bunker. Ich hab einen Bunker. Boom! Bunker. Ah. Immer noch. Ah. Immer noch. Ah. So. Auf meinen Kamera. Sehr gut. Ich bin gelandet. Ich bin auch gelandet. Ich liefere jetzt das Ölfass ab. Ich bin gelandet. Ich bin hier, um dir zu helfen, mein Freund. Dankeschön. Und das ist Fan. Nee, ich hab jetzt nicht mehr. Da rein. Mit dem Ölfass. Go. Hier wird alles abgesaugt. Und. Boom. Kommen Sie mal in den Bunker! Kommen Sie in den Bunker! Kommen Sie in den Bunker! So, ja. Immer noch niemand zu sehen. Oh. So. Das war knapp. Jetzt wollen wir mal sehen, wer wo ist. Ihr müsst es gucken. Okay, wir haben. Hier? Oh. Ich dachte, das wäre so. Ah, das sind die Spieler. Die Phase der Spieler. Also, wir sind hier. Lul. Ja. Warte, was? Bruh. Lul. Halb rot, halb orange. Ich weiß, halb rot, halb orange. Dude, wie geil. Ja. Master da ist. So. Also, Second General Fire. Ja? Warte. Ich habe was gehört. Ich schaue nach oben. Ich öffne sie die Luke. Ich schließe sie wieder. Es ist ein Airdrop. Ein Airdrop? Okay, gut. Lass uns mal zum Heli gehen. Aber bevor wir da hingehen, ich möchte erstmal einen guten Freund mal ganz kurz meinen Besuch abstatten. Ja. Statt mir meinen Besuch ab. Wir nehmen deinen Heli.
Ich dachte, wir nehmen deinen. Stimmt, du hast ja gefahren. Los geht's. Flieg's los. Second General Fire. Okay, lass mal einen guten Freund mal einen ganz guten Besuch abstatten. Wir beenden jetzt mal hier jetzt gleich auch die Folge jetzt hier bei Dannys linkser Basis. Das machen wir. Erst besuchst du mich. Ja, wir besuchen dich. Okay, weiter. So. Wir sind hier angekommen. Okay, warte mal. Ich versuche hier. Knock, knock. Knock, knock. Ist da jemand? Knock, knock. Ist da jemand zu Hause? Warte mal, ich gehe mal vor diese eine Kamera. Wait a minute. Ich gehe einmal vor diese eine Kamera. So. Knock, knock. Ah, da ist er. Wir können jetzt landen, weil er hier ist. Vorsichtig! Erlaubt es. Voranführer Danny. Wer ist da? Das ist Fire und Raff. Ich möchte. Und lande doch mal! Ja, chill. Also ich möchte euch mal was zeigen. Es ist gut, dass ihr darüber geflogen seid, weil ich habe bei den vorderen zwei Toren das Ding hier. Würde einer mal kurz drüber laufen? Ich mache das nicht. Nee. Und das habe ich bei beiden Toren gemacht. Da ist, ja, okay. Ich Hilfe. Rup. ich wollte nur einmal ganz so. Ey! Aua! Naja, aber naja, dein Bunker sieht doch bestimmt ganz schön aus, oder? Ja, ich habe jetzt auch eine Schießmauer-Ding. So ein Schießraum. Geil, da muss ich mir ganz kurz einmal üben. So. Ey, geh rein. Ich warte, noch nicht, aber noch nicht in den Raum, Please. Sag mal, ich habe noch nichts gemacht. Ich bin hier dran. Warte, ich muss kurz. Abholen. Okay, 3, 2, 1, öffnen Sie das Feuer! Bam! Bam! Soll ich dir mal sagen, was ich jetzt noch? Ich nutze die RPG! Nein! Sniper! Tabu! Alter! Kann ich auch. Aber was sie noch kann, ist das hier! Ich glaube, das reicht mal wohl mit Schießen. Ja. Ja, gereicht. Ich gehe mal nach oben in die frische Luft. Gereicht. Ja, warte, ich mach den Bunker auf. Ich hab gesagt. Raus. Mir ist auch egal. Naja, also. Okay, stell dich mal hier. Also, Leute, das war's mal mit der Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Naja, okay, Raff hat mal wieder die Nachtsichtbrille an. Danny rastet mal wieder aus. Und ich würde mal sagen, bis dann und tschüss. Die Feuer! Tschüss. Ja, kann ich mich
mich nochmal bitte für Raven, bitte? Ja, tschüss! Mann! Herr Ball!